Dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Minuten. Machen wir die Daily Quest, geben einmal pennen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wir nehmen das Taxi zurück. Ich laufe da nicht. Oh, sie nimmt auch das Taxi, oder? Nee, sie läuft. Mhm, interessant. Und zwar Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Sehr schön. Ich frag nicht. Hi. Gar nicht irgendwie. X ist nicht hier, sondern er gratuliert uns. Interessant. Plastic Pipes, 2 Stück. So, 2 Sägen. Achso, das Kupferzahnrad ist wahrscheinlich noch hier. Genau. Erwartet, es ist besser, aber leider nein. Da haben wir auch wieder 2 von den Dingern. Gut. Pipes waren hier, oder? Wo waren die? Nee. Keine neuen Ressourcen, was schade ist. Zwei Stück. Geht relativ flott. Also brauche ich noch mal 2 Schaltkreise. Hi Rocky. So, vielleicht gibt hier noch wieder einen. Lautstärke, ne? So. Achso, Ticket kaufen. Boah. Lass den Bus mal. Zurücksetzen und betreten. Nope, schade. Ah, perfekt. Soll reichen? Das können wir immer gebrauchen. Weil diese laute Maschine, das ist. Das war doch sonst nicht alles so laut, ne? Die Säule ist auch respawnen da hinten. Ja. Es fehlt einmal Kupferdraht. Du willst mich doch verarschen, Spiel.
Ja, nicht hier, sondern doch da. Egal, ich gebe die Quests morgen ab. Wir speichern einmal und gucken, wie es mit dem nächsten Tag so aussieht. Ob da noch irgendwie eine Sequenz kommt oder Post. Und dann sollte das auch passen für die Aufnahme. Sieg. Wir haben ein paar Ergebnisse bekommen, wenn es dir passt. PS, wenn ich sage, wann es dir passt, dann meine ich, komm, sobald du diesen Brief siehst. Die Samen, die Nia gegeben hat, sind fertig gewachsen. Das ist meine Charge. Was ist das dann? Ach, Raspberry Seeds. Genau. Ja, dann gehen wir nochmal zu Sieg. Was auch sonst. Was auch sonst. Das ist egal. Das ist eine Station für das U-Boot, ne? Ist aber noch nicht. Okay. Kann man da hinfahren? Achso, nee, weil ich nicht an der Station bin. So. Achso, die ist. Der war doch hier gerade. Hä? Spiel, verarsch mich nicht. Wer weiß. Wer weiß. Hi. Thank you. So. Dann eigentlich nur noch Heidi und Hauptquest. Dann später. Auf zur Feuchtigkeitsfarm. So. Wenn die Ziviltruppe davon Wind kriegt, dann kriegen wir Stress. Das weiß ich jetzt schon. Richtig Stress. Vor allem, das ist so ein altes, abgestürztes Flugzeug oder irgendwas das ist. Auch cool gemacht. Liebe das. Director Chi, why are you here? Why am I here?
Zeke was faced with this very, very provocative problem, and I couldn't let my dear old pal monopolize the merriment, so I... Was? Er wollte, also er konnte sie Früchte der Arbeit nicht, okay. She ran out of food, so he came over to the farm while I was unloading the parts. After that, well, he's still here. Ach so, er hatte Hunger, hat gesehen, was wir mitgeschleppt haben und war interessiert, was es ist. Now, now, you say potato, I say salinum tuberosum. No reason to dwell on the useless details. Point is, we've solved your problem, Maya. Maybe. Wir haben es gelöst, also vielleicht. My problem? We? Yes, desertification isn't exactly a problem unique to Sandrock. They had the same problem back in the old world, where overpopulation and climate change destroyed much of the biocrust. They overcame it by regenerating the biocrust at an abbreviated rate. Okay, so, yeah. He's talking about the topsoil. Normally, it takes decades or more for the topsoil to reform under even the most ideal conditions. That's why all of our soil experiments have failed so far, Trudy. Our soil couldn't stabilize fast enough before being blown away by the wind. And that's where science comes in. This machine you guys found, it's fascinating. I don't know why it was an at-ship, but it grows a solution of green algae and cyanobacteria. Zeke triple-checked the liquid samples he scraped off the parts. You pump some of that nutrient juice onto the sand, and it'll grow a new biocrust before you can say geomorphological. Gesundheit. How can you be so sure? How do you even know that this machine made this algae soup? I'm impressed you're following. I read about it in Zeke's book. There are pictures. It all matches. Da sind Bilder im Buch. I knew about this machine as well as the type of method, but I didn't know the formula or the logic. So all I could do was take educated guesses that didn't really work. And before anyone thanks us, we have already designed a diagram for this hydroponic incubator that'll function similarly. Maybe. Trudy, this might be our best shot. Frankly, if this doesn't work, we might as well give up. The desert wins. We've just about tried everything. Okay, das ist der letzte Versuch, ansonsten hat die Wüste gewonnen. Na, da bin ich mal gespannt. Let's do it. We've got nothing to lose. Builders, I hereby officially commission you to help us make 2 hydroponic incubators. This is exciting! Warte, ich hab die Teile... I'm counting on you two. When you're done with the machine, help us install it here at the moisture farm. Okay, Algenapparat gelernt. Uff. Potato, Potato, ja. Dann geht's mal nur zurück nach Hause. Ich gucke, ob ich das bauen kann. Ansonsten sollte das auch reichen. Besttechnisch. Und so. Ja. Bahnhof. Komisch. Ja, wenn das funktioniert und das Wüstenland zurück in Farmland generiert, das ist natürlich gut. Also ich kann mir storytechnisch nur vorstellen, dass es funktioniert. Ja. Konzentrierter Algenapparat. Stahl, Graphit, sollten wir gleich alles da haben, ne? Ja. Eine Eisenplatte. Filterkern, 2 Stück. Eine Eisenplatte und 2 Filterkerne. Ja. Kupferrohre 3.
zwei Feuerquellen. Drei, da, da, da. Warum? Ich kann nochmal gucken, wo Heidi ist. Das, ich frage mich, warum er da mehr für die Quest verlangt, aber. Ich verstehe nicht, warum Heidi hier angezeigt wird als Questmarker. Ach nee, es ist eins weiter, ne? Die ist zu Hause. Da ist sie doch. War zu Hause, ich Vögel. Hier. Das ist alles. Die war nur zu Hause. Baulasau ruht sich wieder aus. Chromstahlplatte. Oh ja, oh ja. Chromstahl, Dolche, Speer, Heavy Sword, ja, ja, ja. Oh, das wird teuer. Leider, wenn das so weitergeht. Habe ich überhaupt genug? Hoffe mal. Auf den Kohle rausgehauen. Ich verstehe nicht, dass Emmy Yen so abhängen kann, ne? Der Typ. Ich brauche das Holz selber und ich hab das nicht mal. Hallo? Was denn? So, ich mal gucken, was das Schwert tatsächlich macht. Schadenstechnisch. Ich wollte eigentlich links ausmachen, ne? Also, unser Motivationsverstärker macht 105 bis 121. Das Sturmgewehr könnten wir bauen. Stahl, Großschwert. Steht nicht dran, ne? Stimmt, das steht immer nicht dran, was das für einen Schaden macht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das mir Garn. Okay. Plastikpipe 2 und 6 Garn. Plastikpipe. Hier? Nee. Oder? Chromium-Steel-Platte. Ich meine, die Stahlplatten könnten wir schon machen. Das brauchen wir zum Upgraden. Ich muss mal gerade mal gucken. Die Legierung. Wirklich schon auf die neuen Parts gehofft, ne? So, was brauchten wir hier nochmal? Eine Eisenplatte und zwei Filterkerne. Fasergewebe. Mist.
Okay. Blöd. Egal. Das wird heute nichts mehr. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich gucke mal, ob ich nochmal Fasergewebe besorgt kriege. Ansonsten auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Länger geworden die Aufnahme, als ich gedacht habe. Die Folgen werden ein bisschen länger. Ein bisschen überlänger, da wir nicht ganz das voll gemacht haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sehen und oder hören wir uns bei der nächsten Folge. My Time at Sandrock, Elex 2 oder was sonst noch auf dem Plan steht. Bleibt gesund. Bis dato. Reingehauen.